Hallo Freunde und willkommen zurück zu Scribblenauts Unlimited. Heute in der 7. Folge. Ja, glaube ich, zumindest 7. Folge. Und wir befinden uns immer noch in diesem Gruselschloss. Und ich habe eine Zeit lang nicht gespielt. Ich weiß gar nicht, was wir machen mussten. Ich glaube, den Spiegel hatten wir noch auf der Agenda. Und dieses Wesen da unten. Okay, erstmal der Spiegel. Was war denn? Kannst du dein Spiegelbild sehen? Nee, kann ich nicht. Schmutziger, beißender Spiegel. Komisch. Okay, versuch mal einmal Schwamm. Huch! Ja, ich mit einer Rechtschreibung. Badezubehör. Hier, Maxwell, nimm mal. Und benutz mal. Aha! Maxwell ist böser Zwilling. Doppelgänger. Hier. Was haben wir hier? Maxwells Notizbuch. Oh. Hä? Was will denn die Zange jetzt? Magische Zange. Okay, wir haben den Spiegel sauber gemacht. Und jetzt müssen wir noch hier dieses Monster. Die Flamme hält mich hier unten gefangen. Welche Flamme? Welche Flamme? Okay, wir gehen jetzt einmal runter. Ach, wie ging das noch? Ach ja. Nein, nicht hoch! Runter! Wo ging es denn hier runter? Ich will den Keller! Hallo! Der, wie ging es denn? Was macht Maxwell da? Der hatte gerade nicht mehr auf die Tasten reagiert. Wo ging es bitte schön runter? War doch irgendwo ein Geheimgang hier? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es ehrlich gesagt vergessen. Naja, dann kann ich hier doch mal oben gucken, ob ich irgendetwas vergessen habe. Ach hier, der Gargoyle. Belebt mich wieder. Das ist bestimmt eine Steinstatue. Tja. Da fliege ich jetzt erstmal hoch und gucke ich mal, ob ich den... belebt mich wieder. Wir haben doch vorhin mit so einem Blitz den wiederbelebt, oder? Diesen Dummy da in der Feuerwache. Vielleicht funktioniert das hier ja auch. Blitz. Hallo! Blitz. Okay, hat funktioniert. Und wir haben Starride. Komm näher, um mich zu starten. Ach nee, das haben wir. Hey. Ich habe echt keinen Plan mehr, wie dieses Spiel funktioniert. Das hatten wir ja alle schon. Hatte ich jetzt diese Level abgeschlossen? Ich glaube nicht. Ich will doch jetzt nur in den Keller. Hallo. Huch. Wo ging es denn jetzt in den Keller? Ach, da geht's raus. Entschuldigung. Okay, ich wollte jetzt nochmal in den Keller. Ich konnte hier rauszoomen. Ah, einen ausschalten. So, Maxwell, wo ging's da runter? Wo ging's denn da jetzt runter? Huch! Was war das? Ja, ich gehe jetzt mal hier oben hin. Hier war doch so ein Geheimgang. Genau. Ich glaube, da ging's in den Keller. Ja. So, diese Flamme hält mich vielleicht hier gefangen. Oh. Was ist denn das? Ich kann's reiten. Und die Puppe. Komm mit. Komm. Aufsammeln. Komm, Maxwell. So, absteigen. Und die Puppe nehmen wir jetzt mal mit. So, war diese Level jetzt komplett hier oder nicht? Warte mal, den geben wir mal jetzt hier. So. Haben wir denn noch irgendwas? Hier müssen wir noch irgendwas erledigen hier? Ich verstehe das nicht. Es ist alles erledigt, alles abgefrühstückt. Hier ist ein Geheimgang. Ah! Mach den Dachboden etwas gruseliger. Okay, da habe ich schon eine Idee. Dann gehen wir mal wieder auf den Dachboden.
Sonst noch irgendetwas? Die Glocke nicht. Adjektiv, können wir Spinnenweben vielleicht hinzufügen? Spinnenweben. Spinnenseide, das geht ja auch. Geht nicht. Aber das sieht doch viel gruseliger aus. Spinnenseidene Kiste. Okay. Spinnennetz. Aufhängen. Hui! So, jetzt muss doch die Level eigentlich... Ja, juhu! Ein Glück. Okay, wir verdrücken uns hier und gehen in die nächste Level. So, was mache ich denn jetzt als nächstes? Puh, die Schule hätten wir... Ich muss nochmal zurück zur Schule, weil da fehlt noch ein Splitter. Das muss ich mir jetzt nochmal vom Nahen ansehen. So, der Hamster. Was möchte der? Möchte der denn lehren? Hui! Okay, er läuft weg. Hier war doch noch irgendetwas. Das kann doch gar nicht sein, dass hier noch irgendwas übrig gewesen ist oder warum die Level noch nicht vollständig ist. Da ist aber nichts mehr. Tja, ich habe echt keine Ahnung, was hier noch sein soll. Kranker Junge. Der hat auch mal die Medizin in der Hand. Okay, da können wir auch nichts. Doch. Adjektiv hinzufügen. Ja. Spitzen. Stehlen. Mann, was ist hier bloß los hier? Ja, keine Ahnung. Was hier noch fehlen könnte. Ich flieg mal ein bisschen nach oben. Aber ich habe echt keine Ahnung, was mir noch fehlt hier. Entschuldigung. Tja. Liebe Leute, helft mir bitte und schreibt in die Kommentare, was hier noch zu machen ist. Sonst muss ich mich selbst spoilern und ein anderes Let's Play gucken. Okay, ich verdrück mich jetzt einfach mal. Und ja, wo gehen wir denn hin? In den Wald. Metapherwald. Oh oh. Hört sich ja kompliziert an. Willkommen in Metapherwald. Oh oh. Hui. So. Dann wollen wir mal loslegen. Was haben wir denn hier? Diese Insekten sind zahllos. Hilf mir, sie fernzuhalten. Okay. Insektenspray. Schreibe ich das eigentlich immer falsch? So. Okay, das mit dem Starrite hier machen wir gleich. Ein Koch. Meine Nase ist nicht gut genug, um alle Trüffel zu riechen. Wildschweine riechen ja eigentlich Trüffel. Hier. Aha. Ich bin halt gebildet. Oh, und da Schwein hat auch was zu essen bekommen. Das ist ja nett. Will der jetzt... Huch! Will der jetzt noch was? Ach, der Stein, ja, guck einer an. Was will der Stein denn? Was ist denn das? Schmutz. Schmutz, okay, Schmutz, kein Stein. Das ist nicht bequem zum Schlafen. Erschaffe etwas Besseres für den Rucksacktouristen. Ein Feldbett. Feldbett. Schlafen in den Elementen. So. Okay, das war's hier, glaube ich. Gut. Ein Happy. Serenity. Verhindere, dass die Jacke dieses... Dass Jack... Ach, Jack diesen Baum fällt. Das ist Jack. Ich muss diesen Baum fällen, aber ich habe kein Werkzeug.
Ja, was denn jetzt? Was denn jetzt? Ja, was verhindere? Kann ich vielleicht ihm einen neuen Baum geben? Hier, einen neuen Baum. Und ihm gebe ich jetzt einfach mal eine Axt. Eine handelsübliche. Oh! Mann! Oh! Ich wollte dir doch nur helfen. Ja, ich wusste halt nicht, wie ich dir helfen konnte. Du hast die Eule tot gemacht, du Sack! Ich hab dir extra einen Baum hingestellt. Okay. Ist hier noch irgendetwas? Es tut mir so leid, es tut mir so leid. Ja. Waschen. Tuch. Bitteschön. Da kann er sich mit die Nase putzen. Nee. Da will ich nicht hin. So, wollen die beiden Hunde etwas? Oha. Wenn ich ein Menschenbaby aufziehen könnte. Und der andere? Ach, der auch. Ja. Ist das eigentlich mit Absicht so einfach? Oder bin ich einfach nur genial? So, was wollen die beiden hier? Und die beiden dasselbe? Hilf uns, das Baumhaus fertigzustellen. Du auch? Ich benutze eigentlich keine Adjektive. Hä? Ach so, ja. Ich schreibe immer in der Mehrzahl Planke. Renovierungsbedürftig. Das glaube ich auch. Ups. Hammer. Hui. Aufsammeln, entfernen, reiten. Hui. Max Way geht ab wie Schmidts Katze. So. Absteigen. So, sind die beiden jetzt befriedigt? Was ist das? Das sieht auch wie aus wie Maxwells Bruder. Mein Drachen steckt im Baum fest. Hilf mir, ihn herunterzuholen. Wo ist er denn? Ich kann ja fliegen. Ich kann ja fliegen. Du kannst jetzt als Maxwells Bruder Patches spielen. Oder so. Okay, ist das die Eule, die in dem Baum saß? Oh. Warte mal, ich muss das wieder begradigen einfach. Ich muss es wieder begradigen. Ups. Huch. Hat er das Brett Lebenspunkte? Wo ist denn das? War nicht hier noch ein Ei oder so? Hä, hier war doch noch ein Ei. Zahnstocher. Ich bin mir sicher, dass hier irgendwo noch ein Ei lag. Okay, aber wir fragen erstmal, was die möchte. Ich habe eine Bigfoot-Höhle gefunden, brauche aber etwas zum Dokumentieren. Cam. Oh, der. Wieso hat er Angst? Juhu, ein Starlight mehr. So. Der Baum möchte noch etwas. Ich habe wieder so Befürchtung, als wenn diese Level hier irgendwie noch was Geheimes verbirgt und wir die gar nicht abschließen können, weil ich irgendwie zu dumm bin, irgendwie. Ja, ich sag ja, der Baum will noch etwas. Das wäre eine 9. Ja, okay. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Wir haben ja noch nicht den anderen Starrider diese Mission, Mini-Mission gemacht. Und der Baum möchte auch was. Befruchte den Obstbaum. Mit einer Biene vielleicht? Biene. Hier. Eine Feige. Na. Okay, das hätten wir. Und jetzt nur noch die Mission. Wer schreit denn hier? Ach, sie hier. Komm näher, um mich zu starten. Das Verdienstabzeichen. Hilft dem Pfadfinder, seine Verdienstabzeichen zu bekommen. Oh, herzlichen Glückwunsch.
Das Verdienstabzeichen Start! Okay. Oh oh. Ich fürchte mich. Hilf dem Pfadfinder, sein Verdienstabzeichen zu bekommen. Gib ihm zuerst ein Werkzeug, mit dem er den Baumstamm schnitzen. Puh, ich weiß nicht, Schnitzmesser? Schnitzmesser. Oder wie das auch immer heißt. Ein Schnappmesser. Schabmesser. Hier. Damit ging's auch. Ich wollte erst Taschenmesser schreiben, aber naja. Feuersicherheit als nächstes. Gib dem Pfadfinder etwas, um die Puppe zu löschen. Eigentlich ja leicht, ne? Feuerlöscher. Löscher. Früher bei Scribblenauts auf dem Nintendo DS, da konnte man mehrere Objekte verwenden oder gab es Punkte für verschiedene Objekte. Hier anscheinend nicht. Jetzt, wo das Feuer aus ist, braucht der Pfadfinder etwas, um die Wunden des Dummies zu heilen. Oh, hier ein Pflaster! Pflasterer? Huch! Verbannt. Ich bin zu dumm zum Schreiben, glaube ich. Schön, jetzt ist daraus eine Mumie geworden. Zeit zum Zielschießen. Gib dem Pfadfinder als erstes die richtige Schutzausrüstung. Naja. Schutzbrille. Schutzbrille. Kann man immer gut gebrauchen. Was habe ich geschrieben? Huch. Jetzt ist es an der Zeit, um Ziel zu... Scheiße. Okay, wir brauchen eine Waffe. Einen Bogen. Das hatte ich auch immer schon bei Scribblenauts auf Nintendo DS benutzt, um Zombies zu moschen. Und er trifft nicht mal. Und er hat sein Verdienstabzeichen. Und wir schnappen uns schnell den Star Ride. Maxwell, wo bist du? Hui, hui, hui. Warte mal, was ist das? Adjektiv. Grün. Grüne. Ich will mal was ausprobieren. Ach, Objekt bearbeiten können wir gar nicht. Jetzt haben wir eine grüne Mumie. Gelöschte grüne Mumie. Genial, einfach genial. So, und ich hoffe, wir haben die Mission erfolgreich abgeschlossen. Wir haben jetzt 15 Star Rides. Aha. Ja, ich verstehe es einfach nicht. Die Level ist nicht abgeschlossen. Wir haben einen Star Ride, einen Splitter, den wir immer noch brauchen. Und ich weiß ehrlich gesagt jetzt irgendwie nicht weiter. Jetzt haben wir schon wieder so eine Mission, die ja nicht zu Ende geführt ist. Warum auch immer. Weil wir vielleicht diesen Hippie da nicht geholfen haben. Ich bin jetzt echt am Rätseln hier. Entfernen. Hier in einem Baum oder sowas. Heil. Heil. Heile. Das hat schon mal nicht funktioniert. Oh, komm mal her. Ich hätschel die Eule. Ja, dein Nest ist ja nun weg, ne? Komm mal mit, Eule. Ach, ich hab keine Ahnung. Ich habe jetzt irgendwie keine Ahnung, irgendwie, was ich jetzt hier falsch gemacht habe. Ich konnte ja nur irgendwie den Baum fällen da oder ihn verhindern. Ist ja egal, wäre ja einer traurig gewesen. Gilt diese Mission denn jetzt als gescheitert oder ich vermute mal, ich muss mich jetzt irgendwie selbst spoilern. Weil das hat alles jetzt irgendwie keinen Sinn. So, die sind hier unten. Werfen. Huch! Die Eule hat